Leporello. Skizzen zur Geschichte. Alle Leute, die wirklich diesen Krieg versucht haben zu verhindern, sind auf ihre Art und Weise natürlich gescheitert oder beseitigt worden. Im Gedenkjahr 2014 widmet sich der Theatermacher Markus Kupferblum mit seinem Ensemble Schlüterwerke den Friedensutopisten, die zum Teil lange vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs Zukunftspläne für ein vereintes Europa schufen. Jeder Krieg innerhalb Europas ist ein Bürgerkrieg. Ja und? 1849 hat Victor Hugo schon gesagt, wir haben die Wahl. Entweder wir folgen den Nationalisten, die treiben uns in den Krieg, oder wir machen ein Europa ohne Grenzen und arbeiten politisch, wirtschaftlich und militärisch zusammen. Mit ihren Schriften für ein friedlich vereintes Europa nahmen Victor Hugo, Franz Grillparzer oder die Friedensforscherin Bertha von Suttner schon damals den Grundgedanken der EU vorweg, sagt Markus Kupferblum. Wenn man sich überlegt, was Europa erspart gewesen wäre, wenn man auf diese Menschen gehört hätte, dann wäre den Leuten viel erspart gewesen. Und auf der anderen Seite müssen wir uns auch fragen, warum hat man nicht auf diese Leute gehört? Tramps Albtraum heißt die aktuelle Produktion, die am vergangenen Donnerstag im Wiener Café Korb Premiere hatte. Die Collage aus Originaltextbausteinen, Dialogen und Musik wirft Schlaglichter auf die soziale und künstlerische Atmosphäre vor und während des Ersten Weltkriegs. Den Visionen der Friedensutopisten steht die Kriegseuphorie breiter Bevölkerungsschichten gegenüber. Der Pazifismus um jeden Preis, das ist doch ein Unsinn. Wenn der Feind kommt, muss man sich ihm entgegenstellen. Wir müssen für unser Vaterland und für unseren Kaiser kämpfen. Mir war schon wichtig, ein Stimmungsbild zu schaffen, so wie ich mir diese Stimmung vorstelle, die es genau vor 100 Jahren gegeben haben könnte in einem Kaffeehaus. Die Standpunkte, die da vertreten werden, die Träume, die Ängste. Also ich habe für jeden dieser Weltbilder so Vorbilder gesucht, Sprachrohre gesucht und bin auch in den unterschiedlichsten Quellen fündig geworden. Fündig wurde Theatermacher Markus Kupferblum beispielsweise beim Komponisten Max Kowalski, der 1913 ebenso wie Arnold Schönberg Teile aus dem Gedichtzyklus Pierrot Lunaire vertonte. Der poetischen Welt Kowalskis werden im Stück flammende Soldatenlieder entgegengeschmettert. Wir herrschen in den Lüften, den stolzen Adlern gleich. Wir fliegen für die Heimat. Im Zentrum des Abends steht der titelgebende Tramp, eine von Charlie Chaplin kreierte Figur. Er verkörpert in seiner auffallenden Erscheinung die Lebensanschauung der damaligen und heutigen Gesellschaft, ist Markus Kupferblum überzeugt. Er ist sehr offen, da wo sich die meisten Leute schützen, und zwar eben auch in der Beckengegend mit den nach außen gedrehten Beinen. Aber dann oben ist er mit den hochgezogenen Schultern doch sehr, sehr fest und offensichtlich gewohnt, geschlagen zu werden. Dieser Widerspruch ist natürlich das, was die Menschen heute, aber auch damals schon ausgemacht hat. Also diese Bereitschaft, sich auf ein Unbekanntes einzulassen, aber auch natürlich die Kenntnis des Schmerzes. Das aktuelle Theaterprojekt Tramps Albtraum ist noch bis Ende Juni im Keller des Café Korb in der Wiener Innenstadt zu sehen. Die Fragen und Utopien, die damals vor 100 Jahren aufgeworfen wurden, sind zum Teil von erschreckender Aktualität, meint Markus Kupferblum. Was will ein Nationalist heute? Warum machen sie einen Konflikt innerhalb von Europa? Warum kooperieren sie mit dem Putin? Was gibt es für Interessen? Und da müssen die Leute viel wacher sein. Und wenn man dann hört auf die richtigen Leute, dann kann man sich sehr viel Leid und Zerstörung ersparen. 12 Jahre war der spätere Schriftsteller und Publizist Roberto Bazlen alt, als er im Jahr 1914 diese Zeilen in sein Tagebuch notierte. In der Schule, frei wegen der Trauer, ich bete zu Gott, dem Herrn, man möge 2 Erzherzöge pro Monat ermorden. Gerade die Zeugnisse der Tage direkt nach dem Attentat von Sarajevo zeichnen ein interessantes Bild, meint der Grazer Historiker Georg Dienes. Er hat literarisches Material zu einer Collage zusammengestellt. Ja, es sind Romane wie der Radetzky-Marsch, es sind Tagebucheintragungen,
zum Beispiel von Arthur Schnitzler, der wie so viele andere notiert soeben die Nachricht, Thronfolge in Sarajevo, erschossen, schöner Sommertag. Am Freitag eröffnet im Grazer Museum im Palais eine Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum des Attentats von Sarajevo. Am Samstag, dem 28., dem eigentlichen Jahrestag, wird mit einem Themenabend dem folgenschweren Ereignis gedacht. Bei freiem Eintritt präsentieren die Veranstalter ein Programm aus politischen Gesprächen und Auseinandersetzungen in Bildern, Texten und Musik. Das Werk »Die bosnische Tragödie« komponierte Bernhard Lueff angesichts der Balkankriege in den 1990er Jahren, die als späte Folge der Vorgänge um das Attentat von Sarajevo gesehen werden können. Die Zeitgenossen rechneten zwar mit Krieg, konnten die weitreichenden Folgen aber nur bedingt abschätzen, wie Historiker Gerhard Dienes in seiner Textcollage deutlich machen wird. Der Autor André Kaminski beschreibt die Einstellung eines Majors, der in einer Garnison am Rande der Monarchie stationiert ist und beim Pistolenschießen vom Attentat erfährt. Sein Adjutant fragt ihn, ja, Herr Major, was munkelt man im Casino? Wird es Krieg geben? Die Serben haben ja unseren Thronfolger massakriert, die sind ja Hinterfotzen im Quadrat. Und der Major sagt, wenn wir Pech haben, entschuldigen sich die Serben und aus dem Krieg wird wieder nichts. Wir verkommen hier auf diesem Scheißposten. Obwohl das Attentat von Sarajevo im Rückblick als Auslöser großer politischer und kultureller Verwerfungen erscheint, war die Tragweite für die Zeitgenossen nicht erkennbar oder einfach nicht vorstellbar. Ihre Zeugnisse spiegeln persönliche Befindlichkeiten, während die Medien nach Effekten haschen. Es kommt bei all diesen Dingen raus, dass dieser Thronfolger sehr, sehr unbeliebt war, dass viele aufgeatmet haben an diesem Tag. Auch Stefan Zweig schreibt, nach 2 Stunden hat die Musik im Kurpark von Baden wieder gespielt und das Leben ist weitergegangen. Nur die offiziellen Medien haben anders berichtet. Die haben von Starre und Schreck geschrieben. Aber in den Tagebüchern der verschiedensten Schriftsteller finden sich ganz andere Meinungen über dieses Attentat und über, vor allem über den Thronfolger. Leporello. Von Judith Hoffmann, Paul Lohberger, Christa Eder und Markus Moser. Und wie geht es weiter im Programm? Mit einer Bootsfahrt mit Richard Wagner. Am Ende des Pastitschers sind wir dann in einem Wasserschloss in Wien. Wir müssen gar nicht an die Loire-Schlösser, zu den Loire-Schlössern fahren. Am Anfang sind wir in London bei einem Komponisten, der gar kein Händel-Fan war. Und in den Himmel steigen wir auch auf mit Jimmy Scott. Der ist ja dort jetzt, nachdem er 88-jährig gestorben ist. Wir freuen uns. Das Pasticcio mit Irene Suchy um 8.15 Uhr. Das war Guten Morgen Österreich mit Sonja Watzka. Und jetzt gibt es Nachrichten, ausführliche aus der Journalredaktion von und mit Andrea Weibald. Es ist 8 Uhr.